Das Präsentationsmodul der Office-Umgebung von Google ist vielleicht nicht ganz so funktionsreich wie PowerPoint. Für den Alltag reicht es bei weitem. Dafür hat es andere wichtige Vorteile. Du hast von überall aus einen Internetanschluss vorausgesetzt, Zugriff auf deine Dateien. Du musst keine teure Software installieren und vor allem kannst du eben gemeinsam mit anderen daran arbeiten. In diesem Lernfilm zeige ich dir die wichtigsten Funktionen. Falls du eingeladen wurdest, so findest du das unter für mich freigegeben. Du siehst, hier hättest schon eine, an der ich mitarbeiten darf. Ich zeige dir jetzt aber, wie du selber eine neue erstellst mit Erstellen. Selbstverständlich könntest du auch eine bestehende PowerPoint-Präsentation hochladen. Erstellen, Präsentation. Hier wirst du zunächst einmal nach deinem Designwunsch gefragt. Ich wähle heller Verlauf, etwas ganz Einfaches und bestätige mit OK. Die Benutzeroberfläche kommt dir sicher bekannt vor. Sie ist sehr stark angelehnt an Microsoft PowerPoint. Im Hauptfenster die ausgewählte Folie, links die Liste der Folien, die selbstverständlich in der Reihenfolge jederzeit geändert werden können. Darunter die Folien Notizen, die du für den Vortrag dann allenfalls brauchst. Dann das Menü und die wichtigsten Werkzeuge als Symbole. Bevor wir mit der eigentlichen Arbeit beginnen, klicke ich in den Dateinamen und wähle den, damit ich später nicht alles umbenannte Präsentationen in meiner Ablage habe. Und sogleich beginnt die Arbeit. Schrift kannst du jederzeit ändern, indem du sie überfährst und die Größe noch etwas anpasst, die Farbe, die Schriftart und so weiter. Eine neue Folie bekommst du über dieses Pluszeichen bzw. das Dreieck daneben. Hier hast du die Möglichkeit, ein spezielles Layout zu wählen, also beispielsweise das übliche Titel und Text. Selbstverständlich kannst du das jederzeit nachträglich noch ändern. Über Folie, Layout ändern, kannst du zum Beispiel auf Bildunterschrift wechseln. Ja, weiter möchte ich nicht groß in die Details gehen. Ein Unterschied vielleicht sind die Bilder, die kann man nicht einfach reinziehen, sondern die wählt man über dieses Symbol hier, Bild einfügen. Jetzt kannst du es reinziehen vom Desktop, packen und einfach reinziehen und das Bild wird hochgeladen. Oder, und jetzt mache ich noch eine neue Folie bereit, wieder mit Bildunterschrift. Eine zweite Möglichkeit wäre über die sogenannte URL. Das wäre also die Bildadresse. Hierzu suchst du ein Bild, das dir passt, öffnest es in voller Größe und kopierst anschließend diese Adresse mit Befehl C oder eben bearbeiten, kopieren. Vorteil dieser Methode ist, dass du selbstverständlich weniger Platz verbrauchst in deinem Google-Account, denn das Bild wird ja direkt aus dem Internet eingesetzt. Zu viel Text möchte ich gar nicht einsetzen, das ist eigentlich viel schöner so, wenn man nur über die Bilder spricht. Selbstverständlich könntest du das Bild am Anfasser packen, etwas kleiner machen, eine Bildunterschrift oder die wichtigsten Daten hinzugeben. Die Vortragsnotizen, die sind für den Betrachter unsichtbar, die können dir aber wertvolle Dienste leisten. Die bringst du unten an und so weiter und so fort. Stichwortartig, also nicht ganze Sätze, denn die helfen dir nicht so viel. Noch zwei weitere Tipps, falls du deine Präsentation noch etwas peppiger machen möchtest, so kannst du Animationen reinbringen, über Folie, Übergang ändern, kannst du von der einen Folie auf die andere einen Übergang einblenden, also einblenden beispielsweise oder verschieben als Würfel. Naja, mit Vorsicht zu genießen, selbstverständlich
immer denselben Effekt für alle Folien, wenn schon. Und sonst kann man es auch gut weglassen. Es ist nicht wirklich hilfreich meist, sondern legt eher vom Inhalt ab. Du kannst selbstverständlich nicht nur Fotos einfügen, sondern auch Videos. Auch diese werden nicht wirklich als Datei eingebunden, sondern nur als Link. Also hier beispielsweise kannst du einen YouTube-Clip suchen und direkt in deine Präsentation einbauen. Ja, und jetzt sind wir eigentlich soweit, dass wir die Präsentation starten können. Das machst du über Präsentation starten, beziehungsweise wieder das Dreieck daneben. Und du kannst hier mit aktueller Folie beginnen oder mit Vortragsnotizen beginnen. Und die sind dann mit Vorteil eben nicht auf dem Beamer zu sehen. Das lenkt dann sicher sehr stark ab, sondern die sollten auf dem Nebenbildschirm sichtbar sein, falls das bei dir möglich ist. Auf jeden Fall siehst du eben nicht nur die vorhergehende und die nächste Folie, sondern du siehst auch deine Notizen, du siehst die abgelaufene Zeit und das ist doch sehr praktisch für einen professionell gehaltenen Vortrag. Diese Vortragsnotizen, die kannst du auch nachträglich, falls du das vergessen hast, über dieses Zahnradsymbol einblenden lassen und hier kannst du auch die bildschirmfüllende Präsentation einrichten, dass also das Menü und alles, was sonst noch ablenkt, eben nicht sichtbar ist. Und die Navigation, die hast du bequem hier in der linken unteren Ecke. Mit Escape komme ich wieder zurück und schließe das. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg und natürlich auch viel Spaß bei der Arbeit mit Google-Präsentationen.